Du möchtest deine Videos schneiden oder bearbeiten, willst dafür aber nicht unbedingt mehrere hundert Euro für teure Videobearbeitungsprogramme ausgeben, dann hast du mit DaVinci Resolve eine kostenlose Alternative und in diesem Video zeige ich dir, was du damit alles so machen kannst. Wenn ihr DaVinci Resolve öffnet, seht ihr gleich hier unten die verschiedenen Fenster, in denen ihr eure Videos bearbeiten könnt. Ich würde mal sagen, wir fangen direkt mal mit dem Herzstück von DaVinci an, und zwar dem Edit-Fenster. In dem Edit-Fenster habt ihr wohl die meisten Möglichkeiten, euer Video zu bearbeiten. Ihr könnt hier unter anderem euer Video ganz einfach schneiden, Text hinzufügen, zoomen oder drehen und noch vieles, vieles mehr. Ihr könnt in dem Fenster Edit aber auch eure Audio bearbeiten. Ihr könnt diese zum Beispiel lauter oder leiser drehen. Unten links seht ihr dann den Pegel von der Audio, wie er sinkt oder fällt. Den Pan verändern, also ob die Audio von links oder von rechts kommt. Oder auch einfach einen Effekt drüber legen. Das Fenster Fusion ist meiner Meinung nach das komplexeste Fenster von DaVinci Resolve. In diesem könnt ihr eure Videos mit verschiedenen Effekten editieren und je nachdem, wie viel Zeit und Arbeit ihr in das Einarbeiten und Editieren steckt, könnt ihr damit teilweise richtig professionelle Effekte erstellen. Jedoch ist es, wie schon gesagt, das komplexeste Fenster, für Anfänger ziemlich unübersichtlich und ihr werdet wahrscheinlich viel Zeit fürs Einarbeiten brauchen. Das Color Grading in DaVinci ist wirklich sehr gut und teilweise auch einfach zu verstehen. Vernünftige Farben sind in einem guten Video das A und O und in diesem Fenster könnt ihr das auch gut umsetzen. Ihr könnt hier den Kontrast, den Farbton oder die Sättigung verändern, vorgefertigte Effekte hinzufügen und auch generell alles, was mit Farben zu tun hat, bearbeiten. Ähnlich wie beim Fenster Fusion gilt auch hier, je besser du es verstehst und je mehr Zeit und Arbeit du reinsteckst, desto bessere Ergebnisse kannst du damit erzielen. Zum Schluss kommen wir noch zum Fenster Deliver. Im Prinzip tut es nichts anderes, als das Video zu rendern. Sprich, es setzt alles, was ihr in eurem Video bearbeitet habt, zusammen und erstellt dadurch das fertige Video. Hier könnt ihr noch dem Video einen Namen geben oder die Qualität aussuchen. Wie ihr sicherlich gemerkt habt, habe ich einige Fenster ausgelassen, weil diese nicht wirklich relevant zum Bearbeiten eurer Videos sind oder fast genauso gut im Edit-Fenster erledigt werden können. In dem Fenster Media Pool könnt ihr auf eure Videos, die ihr zum Bearbeiten braucht, schnell zugreifen. In dem Cut-Fenster könnt ihr einfach einen Schnitt machen, aber das könnt ihr auch genauso gut im Edit-Fenster. Und im Fenster Farlight könnt ihr eure Audio bearbeiten, aber auch hier könnt ihr das meiste davon im Edit-Fenster tun. So, ich hoffe, ich konnte dir einen kleinen Einblick in DaVinci Resolve geben. Wie du siehst, musst du nicht unbedingt Geld ausgeben, um deine Videos zu bearbeiten. Denn mit DaVinci Resolve kannst du so ziemlich die gleichen Dinge machen wie mit anderen Programmen. Du kannst damit natürlich noch viel, viel mehr machen, als die Sachen, die ich dir gezeigt habe. Aber das waren mal so die wichtigsten Dinge für Anfänger und mehr Sachen aufzuzählen würde, glaube ich, den Rahmen sprengen. So, ich hoffe, das Video hat dir gefallen und ich verabschiede mich.